eine geheimnisvolle Zone, die noch tödlicher ist als das Bermuda-Dreieck. In einer Höhe von 3500 Metern sah der Pilot plötzlich eine seltsame Wolke mit einer zylindrischen Form. Geologen sahen, dass während eines Sturms die Wellen Infraschall produzieren können, die eine schädliche Wirkung auf das Nervensystem haben. Infraschallwellen? Folgedessen gerät die Schiffsbesatzung in Panik, die Angst überwältigt den gesunden Menschenverstand und die Menschen stürzen sich über Bord. What the fuck? Er vermutet, dass die Atlanta eine Formel entwickelt haben, mit der man Raumenergie in einem Kristall speichern kann. Yo. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt eine geheimnisvolle Zone, die noch tödlicher ist als das Bermuda-Dreieck. Von Riddle.de, miese Recherche, ich bin gespannt. Ich finde ja schon das Bermuda-Dreieck auf jeden Fall sehr interessant, deswegen freue ich mich auf das Video. Ich weiß noch gar nicht, was uns erwartet, aber ich kann mir unter Umständen vorstellen, dass für dieses Video ein Aluhut gebraucht wird. Also legt den schon mal bereit und wenn es soweit ist, dann gebe ich euch den Call. Daumen nach oben, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren. Peter geht los, Digi. Und los. In den letzten 100 Jahren verschwanden in der Region des berüchtigten Bermuda-Dreiecks über 100 Schiffe und Flugzeuge. Während Wissenschaftler versuchen, die Ursache für dieses mysteriöse Verschwinden und die massiven Katastrophen in diesem Gebiet zu finden, tauchen jetzt überall auf der Welt ähnliche Anomalien auf. Was könnte also gefährlicher sein als das Bermuda-Dreieck? Und los! Dutzende solcher Nachrichten sind in den Blackboxes von Flugzeugen gespeichert, die unter mysteriösen Umständen über dem Bermuda-Dreieck abgestürzt sind. Das ist schon wild auch, ne? Ich finde das crazy, dass es überhaupt sowas gibt. Manche Leute behaupten, dass es irgendwie die überfliegen das ja jetzt auch mittlerweile gar nicht mehr, ne? Es gibt doch Leute, die behaupten, dass das irgendwie auch was mit Frequenzen oder so zu tun hat, wa? Frequenz-Vibes. Irgendwie sowas. Magnetfeldrecherche, sagst du? Das Gebiet von den Bermuda-Inseln und Florida bis Puerto Rico ab. Die Puerto Rico. Fläche dieses Gebietes ist ziemlich groß und beträgt etwa 800.000 Quadratkilometer. Das ist doppelt so groß wie Japan. Außerdem befindet sich an diesem Ort auch der tiefste Punkt des Atlantischen Ozeans, das Milwaukee-Tief. Auch der tiefste Punkt? Meeresrecherche ist sowieso extrem, ne? Es wurden ja, glaube ich, nur 20% der Weltmeere bis jetzt wirklich erforscht, so. Wer weiß, was da unten abgeht? Warte, Milwaukee, Digga. Milwaukee ist auch so ein witziger Name, finde ich, ne? Bruder, was jetzt? Guck mal, Matrix hackt sich rein gerade, guck mal. Guck mal, Bro, Milwaukee in Man, Alter. Was läuft hier? Bild so groß wie Japan. Außerdem befindet sich an diesem Ort auch der tiefste Punkt des Atlantischen Ozeans, das Milwaukee-Tief, was fast anderthalb Kilimandscharos entsprechen würde. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Teile vieler Schiffe und Flugzeuge, die in dieser Region vermisst werden, noch nicht gefunden wurden. Aber selbst wenn es den Forschern gelingen würde, die verlorenen Schiffe zu finden, ergibt das, was sie dort sehen, keinen Sinn. Zum Beispiel entdeckte die US-Marine 1944 das amerikanische Schiff Rubicon in der Nähe von Florida im Bermuda-Dreieck. Jeglicher Kontakt zu ihm war verloren gegangen, als es nach Kuba, nach Havanna fuhr. Alle glaubten, dass das Schiff gesunken sei. Die Angehörigen der Passagiere versuchten wie verrückt herauszufinden, wo ihre Lieben geblieben waren. Als das Schiff nach einem Monat plötzlich wieder auftauchte, eilte das Militär dorthin, um die Menschen zu retten. Aber auch wenn sich über 300 Menschen an Bord des Schiffes befunden hatten, nur ein Hund, der aus dem Nichts kam, rannte auf dem Deck herum. What the fuck, bro? Is this for real, for real? Und es war keine Menschenseele zu sehen. Persönliche Gegenstände und Lebensmittelvorräte blieben überraschenderweise unversehrt. Als ob die Menschen in einem Augenblick vom Schiff verschwunden wären. Und das ist nicht der einzige Fall dieser Art. Und das Schiff haben die einfach da, das Schiff haben die, das war einfach über Wasser oder was, als sie das geborgen haben, gefunden haben.
Ähnlich erging es zuvor dem französischen Schiff Rosalia, das auf dem Weg von Hamburg nach Havanna war. Im Jahr 1840 verschwand es in der Saragossa-See in der Nähe des Bermuda-Dreiecks. Auch die Zeit auf dem Schiff schien stehen geblieben zu sein. In der Küche wartete das Mittagessen auf die Matrosen, aber es war kein einziger Mensch an Bord. Nur ein ausgehungerter Kanarienvogel zwitscherte in seinem Käfig. Genau die gleiche Geschichte passierte auf einem amerikanischen Schiff namens Marie Celeste. 1872 war es auf dem Weg von New York nach Italien, als es durch das Bermuda-Dreieck fuhr. Und es wurde erst ein Jahr... Vielleicht sind da Aliens. Vielleicht sind da einfach Aliens, sag ich dir ehrlich. Und die nehmen alle Menschen mit auf einen anderen Planeten oder so. Es gibt ja auch Leute, die behaupten, dass die Aliens nicht von oben kommen, sondern von unten. Dass die sich im Wasser verstecken. Da, wo wir nicht erforscht haben, weißt du? Die Anunnakis holen sich ein paar Menschen zurück, die die erschaffen haben damals. Irgendwie so, weiß ich doch auch nicht, Bruder, jetzt. Später in der Nähe der Azoren wiedergefunden. An Bord fanden sie unberührte Schätze in der Kabine des Kapitäns und eine Katze. Aber die Besatzung selbst war weg. Aber das Schlimmste, was diese Zone so gefährlich macht, ist die Tatsache, dass sie sich nicht nur auf das Meer, sondern auch auf den Himmel erstreckt. Das ist halt auch krass, ne? Wie funktioniert das? 45, Flug 19. Ein Geschwader von 5 Torpedobombern der US Navy lösen sich während einer Routineübung einfach in Luft auf. Die Theorie vom gleichzeitigen Ausfall aller 5 Flugzeuge erscheint unglaubwürdig. Alle 5? Außerdem wurden sie vor dem Abflug gründlich getestet. Es gibt noch mehr logische Fehler in der Geschichte eines Beechcraft Bonanza Flugzeugs. Am 4. Dezember 1970 starteten der Pilot und 2 Passagiere von der Insel Andros auf den Bahamas und steuerten die Küste Floridas an. Sie mussten eine Strecke von 400 Kilometern überbrücken, das sind etwa 90 Minuten Flugzeit. In einer Höhe von 3500 Metern sah der Pilot plötzlich eine seltsame Wolke mit einer zylindrischen Form. Der Durchmesser des Rohrs war mehr als 1 Kilometer. Boah, den Mann, Alter. Gib mir die Röhri-Vibes, Bro. Und die Länge schien endlos. Da die Wolke gigantisch Portal, Digi. War, hatte der Pilot keine andere Wahl, als durch sie hindurchzufliegen. Als das Flugzeug in sie hineinflog, wurde es dunkel wie die Nacht. Plötzlich erschienen um das Flugzeug herum helle, weiße Blitze, die alles in der Umgebung erhellten. Wer sagt denn das? Wer hat er das selber gesagt, der Pilot, oder was? In Sicht des Piloten handelte es sich jedoch... Genau, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt der Punkt, wo der Aluhut auf jeden Fall drauf muss, ne? Dass ihr Bescheid wisst. Nicht um Blitze im eigentlichen Sinne. Er hatte schon begonnen, sich vom Leben zu verabschieden, aber nach etwa einer Minute sah er das Licht am Ende des Tunnels. Der Wolkentunnel... Auf einmal war der woanders, gell? Ich glaube, ich habe das schon mal irgendwo gehört. Der Tunnel begann sich zu verengen. Gleichzeitig hörten die elektronischen Geräte auf zu funktionieren und die Kompassnadel drehte sich unregelmäßig. Irgendwann fühlte sich der Pilot schwerelos und das Flugzeug brach aus den Wolken heraus. Gleichzeitig stellte sich heraus, dass sie schon fast in Miami waren, obwohl nur 47 Minuten Flugzeit rum waren. Das Flugzeug hatte auch weniger Treibstoff als sonst verbraucht. Niemand, der an diesem Tag an Bord war, weiß, was geschehen ist. Ja, das kann halt wirklich also sowas könnte ich mir unter Umständen auf jeden Fall vorstellen, ne? Wenn du guckst. Also, dass das vielleicht irgendwie ein Sturm war oder mit irgendwelch wirklich mit Magnetfeld oder so irgendwas zu tun hat. Man weiß es ja nicht. Und warum man der Zeit so weit voraus war. Aber das Ich habe gerade geguckt, Leylinien gehen über das Bermuda-Dreieck. Krass. Ja? Wo hast du geguckt, Bruder Hetz? Ich küsse deine Zirbeldrüse. Casey hat extra Quellen. Oder hast kurz Astralreise dahin gemacht? Und los. Das Ehrlichste bis heute ist der Verlust von Flug 914 der Pan American World Airways. Mit 57 Passagieren an Bord. Am 2. Juli 1955 startete das Flugzeug in New York und sollte 3 Stunden später in Miami landen. Aber es verschwand einfach von allen Radarschirmen. Das haben wir uns auch schon reingezogen, glaube ich. Das Wrack wurde nie gefunden.
Lange Zeit ging man davon aus, dass das Flugzeug abgestürzt und... Waren da nicht sogar auch ein paar dubiose Jungs innen auf dem Flieger? Passagiere gestorben waren. 37 Jahre später veröffentlichte die Weekly World News einen ungewöhnlichen Artikel über diesen Flug. Darin hieß es, dass am 9. September auf dem Flughafen von Caracas in Venezuela wie aus dem Nichts ein neuer Punkt auf dem Radar erschien, als wäre das Flugzeug gerade aus dem Nichts aufgetaucht. Nach der Landung meldete sich der Pilot beim Tower und fragte, wo 37 Jahre später, bruv. Er sei, weil er den Flughafen in Miami zu einer bestimmten Zeit erreichen müsse. Nämlich um 9.55 Uhr am 2. Juli. Ajo. Ja. Von 50. Dem Mann wurde gesagt, es sei 1992. Dann begann der Kapitän panisch zu schreien, dass das Flughafenpersonal sich seinem Flugzeug nicht nähern solle. Er startete die Triebwerke erneut und ohne auf die Erlaubnis zum Abheben zu warten, hob das Flugzeug wieder in die Luft und verschwand. Dicker, stell dir mal vor, dass es ehrlich passiert ist. Hab das Gefühl, er redet einfach über die Story von Film. Kennst du das nicht oder was, Bro? Bruderherz, diese Geschichte die erzählt ja nicht nur er. Da gibt's tausende Videos drüber über diesen Flug. Jeder hat da andere Theorien. Weißt du? Also, das ist eine bekannte Story auf jeden Fall. Radar. Obwohl die Vorfälle im Bermuda-Dreieck ziemlich mysteriös sind, sollte man den Weekly World News nicht unbedingt trauen. Kennst du nicht? Wie heißt der Flug nochmal? Was hat er gesagt? Flug. Boulevardplatz sind für ihre paranormalen Erklärungen für alle aktuellen Geschehnisse in Amerika bekannt. So kauften immer mehr Menschen ihre Zeitungen, die sich von den anderen Nachrichten unter... 914, Digga. Da gibt's, Bruder, Flight 914, da gibt's miese, da gibt's sogar einen Film drüber, glaube ich. Netflix oder so. Nee, guck dir das ja an, Mythenakte, Bruder, vor 3 Jahren, did Pan, really land, 37 years, 1,8 Millionen Views, Bro. Ist ein mieses Thema, Digi. Der Riddle, Bruderherz, der nimmt schon immer Themen auf, die auch auf anderen Plattformen schon diskutiert wurden. Also der erfindet nicht einfach irgendwas selbst. Und manchmal macht er halt so fiktive Videos, wo der sagt, stellt euch vor, es wäre so oder so. Aber so von den Fakten her, wir haben ja schon einige Fakten gecheckt, die er manchmal so droppt. Die kann man schon verifizieren, also da kann man schon nachgucken. Ob das jetzt stimmt, was mit dem Flug wirklich passiert ist, weiß man nicht, aber die Story gibt's auf jeden Fall. Entschieden. Die Wissenschaftler erforschen weiterhin diese gefährliche Zone und versuchen immer noch, eine wissenschaftliche Erklärung für die Katastrophen zu finden, die hier passieren. Dies waren die letzten Worte des Piloten des Fluges N3808H am 28. Juni 1980. Von dem Moment an, als die Nachricht aufgezeichnet wurde, bis heute gilt das Flugzeug samt Besatzung im Bermuda-Dreieck als vermisst. Aber niemand weiß genau, welches Objekt am Himmel die Piloten erschreckt hat. Obwohl viele Wissenschaftler glauben, das Rätsel um das mysteriöse Gebiet im Meer gelöst zu haben, hat jeder von ihnen seine eigene Theorie. Einige Forscher vermuten, dass die Ursache für die Schiffwracks in diesem Gebiet eine große Anzahl von Schattierungen und Riffe sind. Aber diese Theorie war nur vor vielen Jahren eine Überlegung wert, als Holzschiffe den Ozean überquerten. Und für die moderne Ausrüstung auf Schiffen ist das Ganze überhaupt gar kein Problem mehr. Andere Forscher interessieren sich für die Blasen im Wasser des Explosivgas Methan, davon habe ich auch schon mal gehört. Der Dreiecks, die durch Risse in den tektonischen Platten entstehen. Wissenschaftlern zufolge handelt es sich dabei um ein explosives Methangas, das sich in riesige Blasen verwandelt. Wenn sie die Oberfläche erreichen, können sie ein ganzes Schiff zerstören. Und wie kommt es zu den Flugzeugen aber? Oder sogar verschlucken. Aber diese Theorie berücksichtigt nicht, dass einige Schiffe, die im Bermuda-Dreieck verschwanden, trotzdem gefunden wurden und zwar völlig intakt. Und doch gibt es eine Theorie, die dies erklären kann? Geologen sagen, dass während eines Sturms die Wellen Infraschall produzieren können, die eine schädliche Wirkung auf das Nervensystem haben.
Infraschallwellen. Folgedessen gerät die Schiffsbesatzung in Panik, die Angst überwältigt den gesunden Menschenverstand und die Menschen stürzen sich über Bord. What the fuck? Deshalb wurden im Bermuda-Dreieck so viele Schiffe ohne Passagiere und mit intakten Sachen gefunden. Aber diese drei Theorien haben nichts mit Flugzeugen zu tun. Eine ziemlich vernünftige Theorie wurde von einem Meteorologen vorgeschlagen, Steve Miller. Auf den Satellitenbildern der NASA bemerkte er ungewöhnliche sechseckige Wolken mit geraden Kanten über dem NASA, schwierig, trotzdem interessant. Bermuda-Dreieck. Steve vermutet, dass sie in der Lage sind, Luftbomben zu erzeugen. Das sind scharfe Windströme, die die Geschwindigkeit eines Hurrikans erreichen können. Oh shit, ja sowas. Von 300 Stundenkilometern? Diese Kraft reicht aus, um selbst ein großes Schiff zu versenken oder ein Flugzeug innerhalb weniger Minuten zum Absturz zu bringen. Oder halt schneller voranzutreiben, ne? Wie bei dem einen. Um diese Theorie zu bestätigen, sind weitere Beobachtungen nötig. Schließlich zeigen die Bilder keine Trichter in den Wolken, durch die die Luft nach unten geleitet wird. Das Bermuda-Dreieck ist dank zahlreicher Untersuchungen in den Medien, Dokumentar- und Spielfilmen berühmt geworden. Deshalb versuchen auch ganz normale Menschen, dieses Rätsel zu lösen. Zum Beispiel hat unter einem der Internetartikel über das Dreieck in den Kommentaren ein bestimmter Jaden Harnsacker eine eigene Hypothese aufgestellt. Und sie erklärt, warum nicht nur Schiffe, sondern auch Flugzeuge im Dreieck verschwinden. Wir erinnern uns. Christoph Kolumbus hat während seiner Seereise 1492 einen Blitz am Himmel gesehen. In seinem Logbuch wurde festgehalten, dass der Himmel plötzlich hell wurde, woraufhin die Kompassnadeln anfingen, sich seltsam zu verhalten. Der Schreiber vermutet, dass dieser Blitz ein magnetischer Asteroid gewesen sein könnte. Und da Flugzeuge und Schiffe aus Metall sind, können sie einfach in den Abgrund des Atlantiks gezogen werden, zu dem magnetischen Himmelskörper. Die Wissenschaft ist in der Tat schon auf Asteroiden gestoßen, die da unten auf dem Grund liegen, oder was? Ihr eigenes Magnetfeld haben. Aber wenn ein solches Objekt im 15. Jahrhundert in den Ozean gestürzt wäre, wären Aufzeichnungen darüber nicht nur in Kolumbus' Tagebuch erhalten geblieben. Und Kolumbus selbst, der sich in der Nähe der Absturzstelle befand, wäre, sobald er die magnetische Wirkung des Asteroiden auf sich spürte, an einem riesigen Tsunami gestorben. Doch während einige versuchen, sich dem Bermuda-Dreieck wissenschaftlich zu nähern, haben Verschwörungstheoretiker... Jetzt aber, Dicker! Zweiter Aluhut, rauf da jetzt, komm! Bereit, jetzt sind wir endlich da! ...die ihrer Meinung nach logischste Antwort gefunden. Sie glauben... Aliens, Dicker, genau so! ...dass diese Zone ein... Meine ich doch, Aliens aus dem Wasser, Digga. ...Hotspot für außerirdische Aktivitäten ist, wo außerirdische Wesen Menschen entführen, um sie zu studieren. Deshalb... Ja, Digga, ich schwöre dir, genau so hab ich's gesagt, Bro. Nein, ich hab gesagt, die Anunnaki holen sich ihre Menschen zurück, die die selbst entwickelt haben damals. Yo, mieser Mystiker. ...haben auf allen Schiffen, die im Bermuda... Goldene Aluhut jetzt, ja, den Vergoldeten auspacken. Wichtig. ...gefunden wurden, nur Tiere überlebt. Es gibt eine Menge Beweise, die diese Hypothese unterstützen. Ein Beweis... Beweise. Beweise ist immer geil ausgesagt bei solchen Themen, ne? ...davon ist in der griechischen Tageszeitung dokumentiert in einer Ausgabe der Adesmaftos Press vom... Adesmaftos Press, okay, ja, kenne ich, fühle ich. ...10. August 1995. Sie enthielt ein Interview mit einem Matrosen und Funker auf der Putiti SWJC... Polycarp Spencers. Der Matrose behauptet, dass er während einer Fahrt auf dem Meer spürte, dass etwas nicht stimmte, als das Schiff begann, unglaublich schnell durch die Wellen zu fahren, obwohl die Geräte die übliche Geschwindigkeit anzeigten. Und die Empfindungen hatte der Matrose nicht ohne Grund. Ein paar Minuten später begann an Bord ein kompletter Teufelskreis. Zuerst wurde dem Kapitän des Schiffes sehr übel. Es kam ihm vor, als seien seine Hände sehr schwer und er konnte sie nicht mehr heben. Und der Steuermann konnte den Kurs nicht halten, weil sich der Kompass wie verrückt drehte. Da bemerkte die Mannschaft, dass alle Uhren auf dem Schiff um 2 Stunden verstellt wurden. Plötzlich sah Spencer sein großes, weißes, unidentifiziertes Flugobjekt am Himmel. Der Rose rannte sofort los, um im Morsecode eine Nachricht über das Geschehene zu senden, bemerkte aber, dass er sich plötzlich sehr langsam bewegte.
Shit, man, Alter. Casey, bist du da? In Zeit versuchte ein anderer Matrose, eine Zigarette anzuzünden, aber es kam nichts dabei raus, weil sie sofort ausbrannte. Zur gleichen Zeit spürten alle Besatzungsmitglieder einen ungewöhnlich langsamen Herzschlag. Spencer ist fest davon überzeugt, dass er an diesem Tag im Bermuda-Dreieck auf etwas Außerirdisches gestoßen ist. Manchmal geben sogar offizielle Institutionen zu. Das war ein krasser Beweis aber, gell? Dieser Zeitungsartikel, wo irgendein Typ ein Interview gegeben hat und irgendwas erzählt hat. Das sind die heftigsten Beweise immer, finde ich. Das hat auch wirklich Hand und Fuß. Da kann man sagen, ja, so ist das. Weißt du? Dass sie etwas Seltsames im Bermuda-Dreieck bemerkt haben. Zum Beispiel bei diesem Foto. Das wurde von der US-Luftwaffe im Jahr 2020 aufgenommen. Die Versuche, die Geheimnisse des Bermuda-Dreiecks zu lüften, enden jedoch nicht immer mit UFO-Sichtungen. Der Schriftsteller Charles Berlitz hat zum Beispiel seine eigene Theorie. Er behauptet, dass früher an der Stelle des Dreiecks die Hauptstadt einer alten, entwickelten Zivilisation lag. Natürlich halten die meisten Atlantis-Recherche auch mies geil. Solche Theorien über die Existenz verlorener Städte nur für Fiktion und Mythen. Aber es gibt auch diejenigen, die wie Berlitz nicht an der Existenz von Atlantis zweifeln. Der Autor glaubt, dass die Erfindungen der alten Atlanter die Ursache für alle Katastrophen in der Region sein könnten. Er vermutet, dass die Atlanter eine Formel entwickelt haben, mit der man Raumenergie in einem Kristall speichern kann. Mit ihrer Hilfe war es möglich, Sonnen- und Sternenstrahlen zu erzeugen, die Lasern ähneln. Sie wurden vor allem im Bauwesen eingesetzt. Aber in unserer Zeit könnten sie durchaus moderne Technologie zerstören. Als eine große Flut Atlantis überschwemmte, sanken auch die Kristalle auf den Grund. Aber sie haben nicht aufgehört, ihre Arbeit zu tun. Deshalb versagen beim Schwimmen durch dieses Gebiet Ausrüstung und Kompasse. Anders als die Hypothesen der Wissenschaftler erklären die Theorien über UFOs und Atlantis alle Merkwürdigkeiten des Dreiecks. Aber ja, das erklärt alles. Das sind die heftigsten Beweise. Bruderherz, so. So. Gleichzeitig ist die Existenz von UFOs und der mythischen Stadt Atlantis von der Wissenschaft noch nicht bewiesen worden. Es gibt also weder für das eine noch für das andere überzeugende Beweise. Und so. Stark, jetzt hat er sich selbst eingestanden am Ende. Erstmal vorweg gesagt, ey, da gibt's heftige Beweise und am Ende gesagt, es gibt keine Beweise. Der Typ ist aber geil, ne? Riddle ist der Beste, yo, ich schwör's dir. Wissen wir immer noch nicht, wie wir die Menschen vor Vorfällen in diesem Gebiet schützen können. Inzwischen tauchen ähnliche Anomalien auch in anderen Teilen der Welt auf. Mehr als ein Team von Seemännern hat versucht, ihr Schiff zu retten, indem es zwischen Bermuda, Florida und Puerto Rico in gefährliche Gewässer geraten war. Aber das ist nicht die einzige Gefahrenzone in den Weltmeeren. Eine dieser Anomalien zieht Wissenschaftler, Touristen und Extremtaucher magisch an. Die Rede ist von Australien, dessen Westküste als die Hauptstadt der Schiffswracks bezeichnet werden kann. In diesen Gewässern starben so viele Menschen. Bro, Australien sieht auch mies süß aus, ne? Ich war noch nie da, Alter, ich schwör's dir. Ich war noch nie da, ich will da auch mal hin, das sieht voll geil aus. Ich glaube, Australien ist voll schön. Dass es unter den Einheimischen Legenden über Geister gibt. Und Touristen schwimmen bis heute buchstäblich zwischen den Leichen. 2022 verbrachte Monique Sicheter ihre Ferien auf Magnetic Island von Nordaustralien. Als das Mädchen nach Hause zurückkehrte und begann, ihre Fotos durchzusehen, bemerkte sie ein schreckliches Detail. Im Hintergrund griff eine geisterhafte Hand nach ihrem Bein. Es stellte sich heraus, dass es sich um ein abgetrenntes Glied eines menschlichen Skeletts handelt. What the fuck, Bro? Wo sind wir hier gelandet, Digi? Nee, ist klar, Bruderherz, Alter. Als Captain James Cook im Jahr 1770 in diesen Gewässern segelte, bemerkte... Warte, zeig nochmal, hab nicht gesehen. Ja, ich muss auch nochmal gucken, warte. Schreckliches Detail im Hintergrund. Warte. Ich muss Dings holen. Meine Lupe.
Kennst du so eine Gruppe, Digga? Ja. Sieht krass aus. Ich schwöre dir, sieht krass aus. Eine Geist. Ach so, die Hand war noch gar nicht. Das ist jetzt erst später, ne? Da jetzt. Am Bein. Ich war kurz auf was anderes fokussiert, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Und weiter. Stellte sich heraus, dass es sich um ein abgetrenntes Glied eines menschlichen Skeletts handelte. Als Captain James Cook im Jahre 1770 in diesen Gewässern segelte, bemerkte er, dass der Kompass seines Schiffes nicht funktionierte, als ob ein Magnet in der Nähe wäre. So kam die... Ist das jetzt for real, dass deine Hand im Hintergrund war, oder was? Magnetic Island zu ihrem Namen. Aufgrund dieser unerklärlichen Anomalien und des Wassers rund um die Magnetic Island ist die gesamte Küste des Kontinents, die etwa 13.000... Boah, das sieht voll krass aus, guck mal hier. Die Magnetic Island ist die gesamte Küste des Kontinents. Gib dir das mal. Die etwa 13.000 Kilometer lang ist, voll von Wracks. Dort liegen etwa 1.600 gesunkene Schiffe. Wow! In diesen Gewässern werden immer noch die Überreste der Leichen toter Seeleute gefunden. Seit krasse Scheiße. Ende des 16. Jahrhunderts wurde dieser Ort zu einem Friedhof für die holländischen, britischen und portugiesischen Schiffe, die auf dem Weg von Europa nach Indonesien waren. Sie fuhren zu weit östlich in die Gewässer von Westaustralien. Die wollten die Länder eh nur ausbeuten. Ich wünsche niemandem den Tod, aber die waren auf keiner guten Mission unterwegs auf jeden Fall. Und verschwanden. Mysteriöse Ereignisse werden auch mit dem Teufelsdreieck in Verbindung gebracht. Etwas passiert am Himmel. Der Himmel öffnet sich. Das waren die letzten... Der ist der geilste auch, ne? Wieder die Sachen betont und so, Bro. Es passiert am Himmel. Der Himmel öffnet sich. Die letzten Worte eines japanischen Jagdfliegers im August 1945 bei einem Absturz über dieser Zone. Das Teufelsdreieck. Das ist aber schon krass. Diese Funksprüche gibt's ja ehrlich, ne? Der sagt einfach, es gibt was am Himmel, da öffnet sich irgendwas. Überleg mal. Ich bin mir fast sicher, dass der ein oder andere Pilot schon auf jeden Fall crazy shit gesehen hat. Oben im Himmel. Deckt sich über die pazifischen Gewässer in der Nähe von Tokio. Alten Legenden nach zu urteilen, glaubten die Menschen früher, dass der Ozean die Heimat von Drachen war, die Seeleute angriffen. Dass damals, 1274 und 81, Kublai Khan, der fünfte Großkhan des Mongolenreiches und Enkel von Genghis Khan, versuchte, in Japan einzufallen. Doch beide Male verlor er auf mysteriöse Weise seine Schiffe und über 40.000 Besatzungsmitglieder. Die Japaner glaubten, dass es die Götter waren, die die Eroberer aufhielten. Später, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, sanken Fischerschiffe und Kriegsschiffe in diesem Gebiet. Ey, gab's mal Drachen, Digga? Das ist ja nur ein Mythos, ne? Oder gab's in der Dinosaurierzeit, gab's da Drachen? Nee, ne? Ist nur ein Film, oder? Manche Kryptozoologen gehen sogar noch weiter. Sie glauben, dass Drachen einst tatsächlich existieren. Möglicherweise sogar noch heute in unzugänglichen Gegenden zu finden sind. Beweise konnten die Forscher zwar bislang nicht vorlegen. Ja. Ich sag, es gab Drachen. Bro, Drachen sind crazy, ne? Sind Fabelwesen angeblich. Ja. Außerdem verschwand im Dreieck ein Forschungsschiff mit 100 Wissenschaftlern, die versuchten, die Anomalie zu entschlüsseln. Spurlos. Aber das Spannendste ist, dass sich das Teufelsdreieck und das Bermuda-Dreieck sehr ähnlich sind. Sie befinden sich auf demselben Breitengrad an der Ostküste großer Kontinentalmassen. Sowohl im Teufelsdreieck als auch im Bermuda-Dreieck gibt es einen der tiefsten Punkte im Meer. In diesem Fall der Marianengraben. Diese beiden Anomalien sind wie Zwillinge. Und der japanische Pilot, der über den offenen Himmel schimpfte, geriet wahrscheinlich in denselben Wolkentunnel wie die Beechcraft Bonanza. Aber es gibt einen Ort in Amerika, der noch unheimlicher ist als das Bermuda-Dreieck und das Teufelsdreieck zusammen. Seit Hunderten von Jahren sind viele seltsame Dinge in der Region des Michigansees passiert, von denen die meisten nicht logisch zu erklären sind. Aber das Interessanteste, nachdem die Forscher die Orte aller Vorfälle auf einer Karte gesammelt hatten, stellten sie fest, dass das gefährliche Gebiet in diesen Gewässern ebenfalls die Form eines Dreiecks hat.
Das kannst du dir nicht ausdenken, ne? Sie nannten es das Michigan-Dreieck. Es befindet sich in der Mitte des größten amerikanischen Sees, dem Michigansee. Und in ihm gab es viele mysteriöse und geheimnisvolle Katastrophen. Zum Beispiel 1950. Northwest Airlines Flug 2501. An Bord waren 55 Passagiere. Guck, wenn du jetzt guckst, Flug 2501, da kommt safe was raus. Northwest Airlines Flug 2501, guckst du dir an hier. Der labert nicht einfach so. 1950 verschwand ein Douglas DC auf dem Northwest Airlines Flug, der täglich zwischen New York und Seattle erfolgte. An Bord waren 55 Passagiere und 3 Besatzungsmitglieder. Der Verlust aller 58 Passagiere und Besatzungsangehörigen war der bis dahin schwerste Verkehrsflugzeugunfall in der US-amerikanischen Geschichte. Nachdem die Beantragung eines Sinkflugs durchgegeben wurde, als es von den Radarschirmen verschwand, eine breit angelegte Suche einschließlich der Verwendung von Sonar und Absuchen des Grundes des Lakes Michigan in einem Traveler blieb ohne Erfolg. Nichts gefunden, Digga. Verstehst du? Also der labert nicht einfach irgendwas. Die Sachen gibt's schon. 3 Besatzungsmitglieder. Sie flogen von New York nach Minneapolis. Als sie über das Michigan-Dreieck flogen, schien es sich in Luft aufzulösen. Aber hier verschwinden nicht nur Flugzeuge und Boote auf mysteriöse Weise, sondern auch Menschen, die gerade an der Küste entlanglaufen. 1978. What the fuck? Fuhr der Student der Michigan Private Christian University, Stephen Kubacki, am Ufer des Sees Ski. Doch plötzlich verschwand er spurlos. Als die Polizei nach ihm suchte, bemerkten sie seine Spuren. Sie führten am Bemerkten sie seine Spuren. Ufer des Michigansees entlang und brachen plötzlich ab. Da es keine anderen Beweise gab, dachte die Polizei, dass der Mann sich verlaufen hatte und erfroren war. Seine Leiche wurde jedoch nie gefunden. Seine Angehörigen trauerten bereits um den Verlust, als Steven ein Jahr später plötzlich wohlauf gefunden wurde, mehr als 1000 Kilometer vom Tatort entfernt. Auf die Frage, was an diesem Tag passiert sei und warum er an diesem Ort gelandet ist, erinnert sich der Mann an absolut nichts. Yo! Digga, was geht bei euch ab, yo? Steven nicht in mehr, Alter. 1500 Kilometer oder was? 1105 Kilometer oder so, einfach weiter weg. Ja, Digga, ich bin wieder da. Was passiert? Keine Ahnung. Alter! Auf seinem Grund wurden mysteriöse alte Strukturen gefunden. Allerdings halten die Forscher diesen Ort geheim. Nach offizieller Lesart, um die antiken Unterwasserruinen vor Vandalen zu schützen. Derzeit wissen die Wissenschaftler nicht, wie diese Steinkompositionen geschaffen wurden. Durch die Natur, den Menschen oder jemand anderen. Die Bewohner sagen, dass sie oft helle, blinkende Lichter über dem Wasser sehen und glauben, dass die Steinstrukturen und Katastrophen in dieser Gegend irgendwie mit UFOs zusammenhängen. Irgendwie mit UFOs halt irgendwas. In 83 sagten die Matrosen des Holzschleppers Mary McLean, sie hätten riesige Eisblöcke gesehen, die vom Himmel über dem See gefallen seien. 30 Minuten lang hörte dieser seltsame Regen nicht auf und war so stark, dass er Beulen auf der Oberfläche des Schleppers hinterließ. Die Besatzung Eisblöcke geregnet? Mitglieder bewahrten sogar ein großes Stück Eis in der Speisekammer auf, um es als Beweis zu zeigen, falls ihnen niemand glaubte. Aber trotz aller Bemühungen der Augenzeugen der Anomalie wird ihre Geschichte immer noch als Lüge eingestuft. Lüge! Als keine logischen Erklärungen für die Vorkommnisse in den anomalen Zonen gibt, ignorieren die Regierungen die Existenz der gefährlichen Dreiecke einfach. Sie sind nicht einmal auf der Weltkarte eingezeichnet. Und so sind Flugpassagiere, Schiffsbesatzungen und sogar einfache Touristen Jahr für Jahr Gefahren ausgesetzt. Ach krass, wird nicht überflogen. Ich habe gedacht, es wird umflogen auf irgendeine Art und Weise. Stier, ich will da nicht drüber fliegen, sag ich dir ehrlich. Computer sagt nein. Die Beweise für die Vorfälle im Bermuda-Dreieck wurden nicht nur in Blackboxes gesichert. Das ist Miami, Digga, da bin ich doch gerne. Das ist doch Florida da, ne? Direkt. Was hat er gesagt? Florida, Boricua und noch, was war noch? Muss ich mir merken, muss gucken beim nächsten Flug dann. Heutzutage können solche Katastrophen tatsächlich in Echtzeit beobachtet werden. 2015 fuhren 2 14-jährige Jungen aus Florida heimlich vor ihren Eltern auf die Bahamas und teilten alles auf Snapchat. Plötzlich postete einer von ihnen Bahamas auch miese Recherche. Also nicht miese Recherche, aber da will ich hin.
Ein Video über einen aufkommenden Sturm mit einer tragischen Bildunterschrift. 2016 fand die Küstenwache unerwartet das Boot von Perry Cohn und Austin Stefanos in der Nähe der Küste von Bermuda. Wahrscheinlich hat der Sturm die Kinder ins Bermuda-Dreieck getrieben. Die sind einfach so mit einem Boot da hingefahren, oder was? Ach du Scheiße. Boot war leer und die Leichen der Jungen wurden nie gefunden. Krass. Krass. Also schon crazy, ja? Interessantes Video auf jeden Fall. Fand ich spannend. Ja. Freunde, schreibt mal eure Gedanken dazu auf jeden Fall in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Das war's gewesen mit dem Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, haltet die Ohren steif. Und ja, lasst euch nicht lumpen. Peace out. Gang.